Hallo Leute, heute geht es um ausschüttungsgleiche Erträge und wie die von den unterschiedlichen Brokern versteuert werden. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Reiner von broker-test.at und heute erzähle ich euch etwas über mein Experiment. Und zwar habe ich ja dort einen ETF gekauft und jetzt sind die ausschüttungsgleichen Erträge gekommen. Und wenn es um ausschüttungsgleiche Erträge geht, so was ist denn das? Nun ja, also ich habe ja einen thesaurierenden ETF gekauft und thesaurierend heißt ja nichts anderes, dass es keine Ausschüttungen gibt. Aber der liebe Finanzminister und vielleicht in Zukunft die liebe Finanzministerin möchte dennoch Kohle sehen. Und wenn es eben so ist, dass es ein Thesaurierender ist und selbst wenn es ein Ausschütter ist, kann es sein, dass es Thesaurierungen gibt. Auf jeden Fall immer sich darauf einstellen, dass es mitunter bei einem Fonds oder ETF keine Ausschüttungen gibt, aber es auf einmal eine Abrechnung gibt und der Broker holt sich dann die Steuer. Bei einem nicht steuereinfachen Broker, wie zum Beispiel die Girobanks, CapTrader und wie sie auch alle heißen mögen, da ist es noch einfacher, also da gibt es eben keine Steuerabrechnung, sondern da muss sich jeder wirklich selbst darum kümmern. Nichtsdestotrotz, auch bei einem steuereinfachen Broker wie die Bank Direkt, Isybank, Hello Bank, Dadat oder Flattex, ist es ganz gut, wenn man das Ganze ein wenig selbst in die Hand nehmen kann und kontrollieren kann. Denn Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und speziell bei einem Broker habe ich es immer wieder miterlebt, dass die Abrechnungen nicht korrekt sind. Deshalb, es ist ganz gut, wenn ihr euch selbst an der Nase nehmt und euch in diese komplexe Sache ein wenig hineindenkt. Und ich habe eben hier so meine Abrechnungen, hier Flattex als auch Bank Direkt, wo es eben um diese Abrechnung der ausschüttungsgleichen Erträge geht. Grundsätzlich, mein ETF, den ich mir damals gekauft habe, ein SPDR MSCI All Country World Index, bei dem ist es so, dass es ein Meldefonds ist, der über die ÖKB, also da gibt es einen steuerlichen Vertreter, der meldet einmal im Jahr oder mindestens einmal im Jahr an die österreichische Kontrollbank die steuerlichen Werte. Und diese steuerlichen Werte werden dann vom jeweiligen Broker verwendet, um den Fonds abzurechnen, wenn es Thesaurierungen sind, eben die Thesaurierungen, die ausschüttungsgleichen Erträge oder eben die Ausschüttungen selbst. Und über die Website profitweb.at können wir Sterblichen, also wir Privatanleger, so wie ich es eben bin, können dann eben nachvollziehen, na, wie sieht es denn da aus, was muss ich denn an Steuer zahlen, was ist denn pro Stück, pro Fondsanteil hier an Steuer zu bezahlen. Und es sieht dann eben so aus, dass eben dort eben alle Informationen zu finden sind, in einer riesigen Excel-Tabelle. Wenn man da die Excel-Tabelle aufmacht, möchte man sie sofort wieder schließen, weil es einfach sowas von komplex ist. Grundsätzlich funktioniert es so, dass eben so einmal im Jahr es vom Broker eine Abrechnung gibt, wo eben die ausschüttungsgleichen Erträge versteuert werden. Da holt sich der Broker vom Verrechnungskonto von uns Anlegern die Steuer. Gleichzeitig wird aber dann der Anschaffungswert erhöht um einen bestimmten Betrag, damit wir eben nicht doppelt Steuer zahlen. Also beim Verkauf dann noch die Kursgewinnsteuer mit bezahlen müssen. So ist es so, dass eben der Fonds, dass eben der Broker dann eben feststellt, okay, du lieber Anleger hast ja am 15.10.2019 bereits Steuer bezahlt für die ausschüttungsgleichen Erträge, die ja nicht geflossen sind, sondern eben im Inneren des Fonds, des ETFs zu tragen kommen. Dafür erhöhen dir wir aber den Anschaffungswert im Hintergrund. Und in meinem Experiment habe ich eben festgestellt, dass eben diese Information, die Erhöhung des Anschaffungswerts bei der Bank Direkt, bei der Isybank, bei der Hello Bank, also bei der Dadat, transparent erfolgt. Heißt eben auf der Abrechnung des Fonds ist das eben zu finden.
dass eben der Anschaffungswert erhöht worden ist. Hingegen bei Flattext leider nicht. Das heißt, bei Flattext müssen wir darauf vertrauen, dass es tatsächlich funktioniert, beziehungsweise eben mitschreiben, ob das auch dann tatsächlich bei der Abrechnung so berücksichtigt wird. Ansonsten ist es so, dass eben die Abrechnungen von Easybank, Bankdirekt, HelloBank, also auch Dadat sich sehr ähneln, die von Flattex wiederum leider nicht, die ist ein wenig anders gestaltet. Grundsätzlich, auch hier wiederum, ich kann das alles gut nachvollziehen, habe aber natürlich wieder Unterstützung von den Brokern ein wenig verlangt und auch hier wieder, so wie bei jeder anderen Anfrage, wenn ich tatsächlich eine gute Erklärung haben möchte, dann wende ich mich an die Bank direkt. Die Bank direkt, die Tochter von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, ist zwar teurer als alle anderen Broker, aber von denen bekomme ich vernünftige Antworten, die nehmen sich Zeit dafür, auch wenn eben mein Depotwert dort nicht so hoch ist. Aber die sind wirklich zuvorkommend, helfen mir und ja, über die anderen Broker, ja, es läuft dort einfach anders ab. Da fühle ich mich eher so als Störenfried. Ja, auf jeden Fall, das, was ich jetzt erklären kann, ist, habe ich schon Vorahnung gehabt und jetzt im Wesentlichen hat mir die Bank direkt hier sehr weitergeholfen. Es sieht eben so aus, dass ich eben bei der Bank direkt die Abrechnung so aussieht, dass eben zu Beginn eben die Kest auf ausländische Dividende angeführt wird in der Höhe von 4,07 US-Dollar. Dann wird ein Devisenkurs verwendet, wo eben die 4,07 US-Dollar umgerechnet werden in 3,65 Euro. Und dann sagt die Bank direkt, okay, und es war dann noch eine Kest in der Höhe von 9,53 Euro, ergibt eine Gesamtsteuerschuld in der Höhe von 13,18 Euro, die wird ja eben zulasten deines Verrechnungskontos abbuchen. Und ich kann das eben dementsprechend nachvollziehen, und zwar ist es eben in dem Excel-File, das auf ProfitWeb veröffentlicht wird, in der ersten Spalte für uns Privatanleger zu finden. Der erste Punkt, Kest ausländische Dividende, ist eben der Punkt 12.3 minus oder beziehungsweise plus 12.4, ergibt eben die 4,07 US-Dollar und die 9,53 Euro ergibt eben die Berechnung der Punkt 12.1 plus 12.8. Die Summe daraus mal 9 Stück durch Devisenkurs ergibt eben dann die 9,53 Euro und die 13,18 könnte man sich auch so ausrechnen, dass ich eben den Punkt 4 plus 12.4 rechne und diese Summe mal 9 Stück multipliziere, die ich eben habe von diesem Wert, dividiert durch den Devisenkurs, ergibt eben die 13,18 Euro und ich habe dann eben noch die Erhöhung des Anschaffungswertes auf der nächsten Seite. Dort ist die Berechnung ebenfalls nachzuvollziehen und relativ einfach, wenn man es weiß. Da gibt es noch eine gewisse Besonderheit, und zwar hat mich die Bank direkt darauf aufmerksam gemacht, dass sie beim Devisenkurs nicht den gleichen Devisenkurs verwenden wie bei der Berechnung des ausschüttungsgleichen Ertrags, sondern der Mittelkurs. Das heißt, ein wenig besser für mich. Ja, warum das so ist, keine Ahnung. Es ist halt so, ist mir eben mitgeteilt worden. Ich gehe davon aus, dass das bei den anderen Brokern auch so ist oder auch nicht. Auf jeden Fall, auf gut Österreichisch, es macht das Kraut nicht fett. Ob jetzt Mittelkurs oder eben Geldkurs da verwendet wird, ja, eher Kopf wie Katscht. Aber passt so, wie es ist. Bei Flattext ist es so, dass eben ganz oben zu finden ist die Bruttotesorierung pro Stück. Das ist der Punkt 16.4 mal 9 Stück, ergibt eben dann die Summe von 60,04 Euro.
der Endbetrag, die 13,23, die eben dann vom Cash-Konto, vom Verrechnungskonto bei Flatex abgezogen werden, ergibt sich eben aus der Berechnung, aus der Excel-Datei, aus ProfitWeb von Punkt 4 plus 12,4 mal der Anzahl, wie viel Stück das ich habe, in meinem Fall 9 Stück, durch den Devisenkurs in der Höhe von 1,1107, so wie es eben bei Flatex ist. Wie hoch der Anschaffungswert ist, das kann ich leider nicht nachvollziehen. Die 53,44 € Fondsinformationen steuerpflichtiger Ertrag ist ebenfalls nachzuvollziehen. Das kann ich ebenfalls anhand der Abrechnung über ProfitWeb nachzuvollziehen. Ja, die Abrechnungen von Easybank, Kellobank, Dadat sind sehr ähnlich zu der Abrechnung von der Bank direkt, ebenfalls okay nachzuvollziehen. Ja, insgesamt ein hochkomplexes Thema. Da hat sich wirklich der Gesetzgeber, was ist denn mit euch passiert, dass euch so etwas einfallen lässt? Das ist sowas von komplex, wie kann das ein Sterblicher nachzuvollziehen? Ich habe wirklich lange benötigt, dass ich das kann. Und wenn ich eben anfrage bei den unterschiedlichen Gruppen, habe ich ebenfalls das Gefühl, dass es da wenige Personen gibt, die hier Auskunft geben können. Und lieber Gesetzgeber, was machst du für Steuergesetze? Ja, überleg dir da was, das Ganze zu vereinfachen. Die letzte Regierung, vorletzte Regierung und eigentlich alle anderen davor haben doch auch immer gesagt, wir machen jetzt alles einfacher. Wo ist das? Hier auf jeden Fall nicht zu finden. Ich kann euch nur empfehlen, rechnet immer wieder nach, führt euch das Ganze ebenfalls vor Gesicht, versucht es, eure Abrechnungen nachzuvollziehen, denn bei den Brokern passieren auch Fehler. Und so könnt ihr die Broker darauf aufmerksam machen und es ist einfach so eine komplexe Materie, dass es nicht einfach ist, so mit einem Blick festzustellen, passt es oder passt es nicht. Daher nehmt euch die Zeit, schaut eben euch das ganz genau einmal an. Ich habe euch hier eben ein Musterbeispiel gemacht auf meiner Webseite, auf broker-test.at gibt es eben dieses Beispiel genauso und ich möchte ganz einfach hier meine Erfahrungen mit euch teilen. Natürlich, ich habe keine Garantie, dass sie fehlerfrei sind. Ich bin kein Steuerberater, ich bin kein Jurist, ich arbeite nicht beim Finanzamt, sondern ich bin genauso wie ihr ein Privatanleger, der das Ganze einfach ausprobieren möchte und eben verstehen möchte. Deshalb helfen wir uns, damit wir diese Abrechnungen besser verstehen können. Ja, jetzt sage ich einmal Danke fürs Zusehen. Es war sicherlich nicht die letzte Abrechnung von einem Fonds oder ETF. Es ist auf jeden Fall komplex. Ausschüttungsgleiche Erträge, Achtung, Achtung, kann es bei ETFs und Fonds mit Ausschüttung, also auch ohne Ausschüttungen geben. Ja, zieht euch das rein, versucht es nachzuvollziehen, eure Abrechnungen. Es ist echt nicht einfach, aber es ist gut, wenn ihr diese versteht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Sehr gerne könnt ihr einen Kommentar hinterlassen. Hinterlasst doch ganz einfach einen Kommentar hier auf YouTube. Teilt eure Erfahrungen ebenfalls hier oder besucht die Website broker-test.at und schaut euch dort mein Beispiel an, beziehungsweise hinterlasst auch dort den Kommentar, denn dort kann deutlich besser kommentiert werden, beziehungsweise diskutiert werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, bis bald und auf Wiedersehen, euer Andreas von broker-test.at. Baba!